Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Friday the 13th. Ich muss mich mal eben richtig hinsetzen, so, damit ihr mich auch verstehen könnt, und wir sehen jetzt zu, dass wir die anderen nicht verstehen können, wie immer. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir direkt ins Spiel gehen, jawoll. Ja, wir haben oben wieder so ein Connectivity-Problem, aber ich glaube, das hängt das mit uns zusammen, oder? Mit dem Host? Ich hoffe, mit dem Host. Bei uns kann es in Anführungsstrichen eigentlich nicht sein. Internetleitung steht. Alles, was Internet saugen könnte, ist aus. Tja. Und entsprechend sollten wir da auch relativ gut rankommen, denke ich mal. So. Wir sind quasi schon im Spiel. Allerdings schreiben wir noch rote Zahlen. Jetzt nicht mehr. Jetzt doch. Jetzt wieder. Jetzt noch mehr. Uiuiuiui. Das ist ja ein bisschen blöde. Packenack Lodge 1984. Und es ist der Jason mit dem Beul auf dem Kopf. Aber wir spielen AJ Mason. I gotta find the others. So. Mal gucken. Da ist das wieder mit dem Connection-Problem. So. Knarre. Schublade. Wir brauchen ein bisschen länger, um die Schublade aufzumachen. Telefon haben wir schon mal nicht hier in dem Haus. So. Na. Mach auf. Genau. So. Ach Leute, ich bitte euch. Ey, das muss doch mit dem Host zusammenhängen, oder? Ein bisschen fies, aber ich hoffe, wir kriegen das Match trotzdem auch so vernünftig zum Laufen. Mach die Schublade auf, bitte. Buhuhu. Da sind wir wieder rausgeflogen, ja. Ach, ist das ärgerlich. Was ist denn jetzt nicht in Ordnung gewesen? Haben eine vernünftige Connection. Das ist doch blöd. Egal. Schnell sind wir wieder in einer Lobby. Ja. Und da geht unsere Zahl seltsamerweise auch runter. Ja. Och Gott. Warum springen denn jetzt schon wieder so viele ab? Ja, Faramir, jetzt sind wir nur noch zu zweit. Wollen wir gucken, ob es klappt? Ja. Warum sind die alle rausgegangen? Ein bisschen blöd so. Naja, vielleicht haben wir ja gleich wieder Leute, die joinen. Das wird es auf jeden Fall besser machen. Wir bleiben noch eben mit in der Lobby. Na, hat Faramir was zu sagen? Nope. Er hat uns nichts mitzuteilen. Faramir, lad die Leute ein. Komm schon. Komm schon, lad die Leute ein.
Das kann doch nicht sein. Ist doch nicht so schwer. Einfach nur einladen. Ja. Das ist ja ein Ärgernis. Ah, jetzt kommen sie, jetzt kommen sie. Ich war schon kurz davor gewesen, die Lobby zu verlassen. Aber Harry ist da und Pancake ist, glaube ich, auch da. Harry, machen wir schon mal leise. Pancake! Komm rein. Leise. Milz! Komm rein. Yeah. Ups. Yeah, leise. Wir gehen schon mal auf fertig. So, ein klein wenig wird es noch dauern, weil ich denke nicht, dass Faramir das Spiel mit 5 Leuten starten möchte, also 4 Survivor und ein Killer. Das wird ihm zu wenig sein. Oh, Faramir hätte jetzt gestartet. Wir nehmen nochmal Kenny. Sagen. Geben wir ihm mehr Stamina? Nö, wir sagen, er kann schneller crouchen. Jawohl. So. Wir gehen mal auf fertig. Ich hoffe, die Leute warten noch mit und auf weiß nicht mehr, was ich sagen wollte, und hoffe, die warten auch noch mit auf andere. Oh, das ist schön. CK banned me. So. Einfach muten, weil wer weiß. Oh, da kommt auch Carlos. Carlos Hines. Carlos ist auch mit dabei. Und wir starten. Wir starten das Match endlich. Jawohl. Ping ist gut. Oder, naja, gut, ne? Gut ist was anderes. Und? 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 Jetzt warten wir auf die anderen Spieler. Funktioniert. Wir sind noch nicht da quasi. Wir laden noch. Alle fangen mit roten Zahlen an. Oh, aber unsere war die geringste. Wer ist denn Swerner? S. Werner? Keine Ahnung. S. Werner? Swerner. Swerner joined. Oh, nicht vergessen. Newton, genau. Der wollte gerade lossammeln. Wollen wir gar nicht hören. Wollen wir gar nicht hören. Nein, nein. Und 5 Sekunden noch. Ja. Camp Crystal Lake. 1979. Und es ist der Beutel Jason. Düm, düm, düm. Und wir sind Deborah. I gotta find the others. Debbie. Debbie, mach deinen Job gut. So. Ich muss
Was die anderen finden, das war ihre erste Intention gewesen. Nicht von wegen, wir müssen hier lebendig rauskommen. Nein, erstmal die anderen finden. Oh, Knallkörper. Ablenkung haben wir schon mal. Und, oh, ich meine Karte. Ich meine, hätten wir eh doppelt, aber ist ja auch egal. So, hier, zumachen. Oh. So. Hier, oh, da vorne haben wir einen Schub vergessen. Ah, hat sich auch nicht gelohnt. Hat sich auch nicht gelohnt. So, zumachen. Tür verschließen. Und aus dem Fenster rausklettern. Da hinten haben wir ein Bootshaus. Ah, das bedeutet, wir haben auch ein Boot. Dann latschen wir da doch mal rüber. Wir kriegen immer mehr Muffe. Warum? Weil wir draußen sind? Ich finde es in der Natur schön. Nicht unbedingt etwas, um Angst zu kriegen. Vor allem das ganze Haus leuchtet, wenn er uns sieht. Das stelle ich mir jetzt nicht so schön vor. Ein Radio! Mitgenommen. Und ja, ich weiß, ich bin so blöd. Ich habe immer noch nicht nachgeguckt, was es uns bringt. So, hier haben wir sonst nichts. Werkzeugkoffer und so weiter und so fort. Ah, hier haben wir nochmal eben eine Schublade. Und noch ein Radio drinne. So, abgeschlossen. Bringt uns nicht viel, wo man von jeder Seite hier ins Häuslein rein kann. Aber wir haben es abgeschlossen. Das ist ja schon mal wichtig. Gehen wir mal in dem Häuschen gucken. In der Hoffnung, dass da noch niemand drinne war. Sieht auch nicht danach aus. So, zumachen. Schließen. Ja. Gibt nicht immer 5 Punkte, so wie es aussieht. So. Da auch nichts drin. Oh, 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 oh. Ich glaube, wir sind am Arsch. Ich habe keine Ahnung, weil ich auch nicht weiß, wo er ist. Wo ist er denn? Boah, er ist in der Nähe, er ist in der Nähe. Wir nehmen uns einen Baseballschläger. Verschwinde! Ja. Wo ist er nun hin? Kann er sich irgendwie unsichtbar machen? Nö. Okay, wo ist er? Oh oh. Hallo? Schwinde! Oh! Uiuiuiui! Oh. Oh. Jetzt müssen wir versuchen, ihn bestmöglichst zu verarschen. Ja. Er legt Bärenfallen aus. Latsch das selber rein, du Idiot. Ja, uns bleibt jetzt gerade nichts anderes übrig, außer ihn zu verarschen. Ah, fuck! Ich wollte einen Knallkörper werfen. Verdammt!
Schade. Da sind wir hinüber. Oh. Wo sind die anderen Alleen? Einen hat er, also Seek and Destroy heißt, einen hat er in einem Hiding-Punkt, in einem Versteck kaputt gemacht. Na, du könntest flüchten, du könntest flüchten. Wenn er sich weggeportet hat. Bau das Ding an. Benzin liegt hier in der Hütte. Los. Gönnen wir ihr. Na? Da ist er. Oh oh. Kannst du dich wehren? Kannst du. Kann sie. Er ist gnadenlos. Gnadenlos. Da sind wir nur zu fünf gewesen? Da waren noch so viele. Wie mies ist denn das? Ah, wie ärgerlich. Na, hoffentlich findet sie hier irgendwo... Ah, eine Knarre. Nimm die Knarre! Jawohl. Sie hat noch Spray. Sehr gut. Konnte sich schon mal heilen. Oh, noch ein Spray. Sammel ein. Jawohl. Oh. No! No! Oh, wie kann... Boah. Wie fies. No! Ach, komm schon. Der hat die durch ein offenes Fenster geworfen. Echt jetzt? Na, wenigstens haben wir das Match beendet, aber hey, das war so... Ah, fuck off, ey, das war richtig weird. Mami ist stolz, ja. Seltsamer Affe! 574 XP, ja. Es war ja klar, dass es dafür nicht viel gibt, ne? Aber wir haben ein paar XP bekommen, besser als bei der letzten Runde, die einfach unterbrochen worden ist, obwohl sie zu Ende war. Und der Jason ja auch noch einen Kill bei rausgeholt hat, also das war schon eben ein bisschen blöd. Ja, schade. Der Sverner, fuckhead, hätte er ruhig wegbleiben können. Den braucht doch keiner. Wer weiß, vielleicht wären die anderen viel, viel schlechtere Jasons gewesen. Aber so ist Jason nun mal. Unerbittlich. Unerbittlich. Jo. Nee. Wir gehen raus. Wir gehen einfach mal raus. So, Customization. Da können wir noch mal eben reinschauen. Oh, wir haben den Level ja fast voll. Mensch, oh, hätte ich das gewusst, hätte ich das Match noch mal. Macht aber nichts. Bleiben wir halt erstmal voll auf Level 11. Schauen noch mal eben. Wir haben bisher niemand Neues freigespielt. Bekommen wir auch erst mit Level 14 und später mit Level 18. Gucken wir nochmal bei Jason rein. Den haben wir schon. Level 13 ist... Ja, Level 13 ist der Sack Jason. Der ist Level 31. Uiuiuiui. Aber wir haben bisher alle Jasons, die wir haben, ausgestattet. Auch gar kein Problem. Spawn Preference. Ach so, wir haben None gemacht. Machen wir nochmal wieder auf Jason. Damit wir auch mal irgendwann wieder Jason sein dürfen. Das wäre doch nicht schlecht. Gucken wir mal nach. Klamotten. Nope. Klamotten. Oh, da haben wir welche. Yeah.
Ja, das sieht doch angenehm aus. Except. Was haben wir bei ihm? Rot finde ich besser. Sticht ein wenig hervor. Jupp, except. Abby. Der hat immer noch diese Kleidung. Dann lassen wir die alte. Bei ihm haben wir nix. Bei Jenny haben wir nix. Vielleicht bei ihm mal wieder. Nee. Schwarz oder grün. Deborah haben wir auch. Ich glaube, dann haben wir alle gecheckt. Ja. Das auf jeden Fall. Gut. Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Friday the 13th. Ciao.